So, ihr braucht als erstes die Vorlage, die findet ihr auf meiner Webseite mit den verschiedenen Flügeln und dem Körper. Dann einen Tonkarton in den Farben, der euch gefällt. Büroklammern, eine Schere, ein Kleber, eine Heißklebepistole, kleine Christbaumkugel, wenn ihr möchtet Ausstanzer und so kleine Perlen zum Verzieren. Zuerst schneiden wir die Vorlage grob aus. Ich entscheide mich jetzt hier für diese Flügel. Wichtig ist, dass es ihr an der Stelle an der Faltlinie ausschneidet oder abschneidet. Genau, so schaut das jetzt aus, der Körper und die Flügel. Ich habe mich jetzt hier für einen weißen Körper bzw. ein weißes Kleid entschieden, stecke das jetzt auf dem Tonkarton fest und wieder grob ausschneiden. Anschließend fein ausschneiden. Büroklammern umstecken. Das war jetzt auch die andere Seite schneiden können. Jetzt ist hier der Halsausschnitt dran sozusagen. Den schneidest du vorsichtig aus, dass du bitte nicht in die Linien reinschneidest. Und jetzt müssen wir diese kleinen Einschnitte noch machen. Die sind dafür da, dass du die später umfalten kannst. Dann hält nämlich die Christbaumkugel besser mit dem Kleber, weil da einfach eine größere Auflagefläche ist. Da sieht man es von der Rückseite. Als nächstes kommen die Flügel dran. Habe ich mich jetzt hier für dieses blau gemusterte Papier entschieden. Messe aus, dass die doppelt drauf passen. Wieder grob abschneiden und das Ganze einmal falten. Jetzt haben wir hier die Faltlinie oder Bugkante und genau da lege ich jetzt meine Flügel auch mit der Faltlinie an. Stecke das Ganze fest. Und schneide es fein aus an der schwarzen Linie entlang. Genau, jetzt haben wir Flügel und Körper vorbereitet. Vorlagen habe ich jetzt abgenommen und jetzt können wir das Ganze verzieren. Ich habe mir da so Perlchen gekauft. Du kannst das natürlich auch anmalen oder mit Stanzern verzieren. Was du auch daheim hast, kannst du benutzen. Genau, wichtig ist jetzt hier, dass du das versuchst gleichmäßig aufzubringen. Das war gar nicht so einfach, weil der Strang relativ lang war. Solltest du jetzt etwas Dreidimensionales, also etwas aufbringen, was ein bisschen höher ist, musst du unbedingt darauf achten, dass hinten, also hier am Ende, ein Stück überbleibt, was frei bleibt. Denn das müssen wir ja später als Klebefläche verwenden. Also da darfst du dann nicht mehr zukleben. So muss man das dann zusammenklappen. Also da musst du unbedingt darauf achten, dass da frei bleibt. Genau, und den Rest, den ich jetzt hier noch übrig habe, den verwende ich einfach noch für den Halsausschnitt, wie so eine Art Kette. Das war recht praktisch, weil die von selber kleben. Genau, und das, die restlichen Perlchen, die kann ich dann auch noch auf die Flügel aufbringen. Wie gesagt, du kannst das auch mit Stanzteilen verzieren oder wenn du Aufkleber hast oder du malst es an. Also da bist du völlig frei, was du halt für Ideen auch hast.
Genau, so schauen uns die Flügel von vorne und von hinten aus. Jetzt tun wir das Ganze zusammenkleben. Da ist es jetzt eben wichtig, dass wir diese Stelle da frei haben. Wenn du was Dreidimensionales hast, wenn du es anmalst, ist das nicht wichtig. Da kann ich jetzt hier meinen Heißkleber aufbringen. Man könnte es auch mit dem normalen Kleber machen, aber da muss man dann wieder so lang halten. Ich finde es jetzt mit dem Heißkleber praktischer. Du musst aufpassen, dass du dir die Finger nicht verbrennst. Und wichtig ist halt, dass der Rock, also das Kleid, unten abschließt. Na, wenn jetzt das oben nicht so hundertprozentig stimmt am Halsausschnitt, ist das jetzt nicht so schlimm. Aber damit dein Engel nachher schön stehen kann. Genau, so ist jetzt das Kleid erstmal fertig. Jetzt kommen die Flügel dran, die klebe ich hier auf die Rückseite. Kann ich mich entscheiden, wie rum ich die Flügel dran machen will, mit welcher Musterseite. Mir hat jetzt die Seite besser gefallen. Und dann auch einfach wieder ein bisschen Heißkleber dran. Und das Ganze auf der Rückseite festkleben. Wichtig bei den Flügeln ist, dass du darauf achtest, dass du sie nicht zu weit unten anklebst, sonst kann dein Engel nicht stehen, weil die Spitzen von den Flügeln da unten am Boden ankommen. Also da musst du aufpassen, dass die nicht zu weit unten sind, die Flügel. Einfach austesten, indem du es kurz auf den Tisch stellst. Dann kommt jetzt die Christbaumkugel dran. Ich habe mich für welche aus Plastik entschieden, weil falls es mal runterfällt, das nicht kaputt geht. Genau, und da ist jetzt diese Auflagefläche, die wir uns vorher vorbereitet haben, wichtig. Wieder mit Heißkleber versehen das Ganze. Und dann diesen Kopf draufkleben, genau. Da musst du jetzt ein bisschen gegendrücken und halten, bis der Kleber angetrocknet ist. Zur Sicherheit kannst du auch von innen noch mal ein bisschen Heißkleber reinmachen, dass der das Ganze dann noch zusätzlich festhält. Genau, aber nicht zu viel. Mir ist mal passiert, da ist dann der Kopf wieder abgefallen, weil der Heißkleber dann das Äußere wieder abgelöst hat. Genau, jetzt nur noch die Schnur rein, wenn du möchtest. Kann man sie nämlich dann auch an den Christbaum dranhängen. Wenn du es jetzt nur hinstellen willst, bräuchtest du die Schnur nicht. Jetzt der Knoten noch reingehen würde, wäre es toll, gell? Genau. Und geschafft. So schaut jetzt der fertige Engel aus. Ich finde die total schön für einen selber und auch zum Verschenken sind sie total hübsch. Hier habe ich verschiedene Varianten. Da in der Mitte siehst du nochmal, ist einer, da habe ich Stanzteile verwendet und ihn angemalt. Genau. Also da sind der Fantasie auch wenig Grenzen gesetzt und mit den verschiedenen Flügeln, die ich dir vorgezeichnet habe, hast du da auch viele Möglichkeiten. Ja, ja.